Welcome, welcome. Wir sind spät. Bist du heiß? Ja, gehen. Wird toughs Game, aber. Heute Union oder was? Vielen Dank, Leute. Herbert Union. Herbert, wie schick? Seid ihr für Herbert oder für Union heute? Bodenstraße checkt gar nichts von Derby. Automatisch, wenn die Kamera an ist, Digga, meine Stimme wird in diese Welcome-Welcome-Stimme. Das habt ihr alle mit mir gemacht da draußen, ja? Immer sag mal Welcome, 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 Welcome. Berlin, seid ihr bereit? Berlin schimpft der X-Union, hey! Und sag mal, was ist dein Tipp denn heute? Die alte Dada wird heute offensiv spielen, wird grandiose 3 Tore schießen. Natürlich rutscht wieder wie immer ein Tor hinten drin. Also 3-1, meine Scheine kommen alle, Digga. So, wir sind jetzt hier vor der alten Försterei. Stimmung ist wild. Ich bin das erste Mal hier, bin sehr gespannt, wie das alles von innen noch aussieht. Gibt einen auf jeden Fall so diese englische Liga-Vibes. Man fühlt sich hier ein bisschen wie trojanisches Pferd. Wie ein kleiner Virus. Der eine meinte schon zu uns immer Eisen bleiben. Man hat Eisenmangel hier. Man hat Eisenmangel. Wir sind jetzt kurz vor Anpfiff. Die Intensität steigt. Man spürt das Derby in der Luft. Der Kampf rein war schon größter Fight durch die Fastlane. Gehört, die war fast lame. Minuten gespielt. Erster Riesenpatzer für Hertha und direkt bestraft Aboni 1-0. 9 Minuten. War ein langes Spiel zu gehen, aber eiskalt ausgenutzt von den Unionern, Digga, dieser Fehler. Und Schwolo am Ende chancenlos, Herne. Wir haben 25 Minuten hinter uns. Und man muss sagen, die Unioner haben auf jeden Fall die klaren, besseren Chancen. Von Hertha kam bisher recht wenig. Vorne auf jeden Fall ein paar Freistöße. Ansonsten macht Union so weiter spielen. Wir dürfen gespannt sein, was die letzten 20 Minuten passiert. Alles noch offen. Minute, man hört an der Stimmung im Stadion, 2-0, bisschen Kullerball nach einer Ecke, Trimmel eiskalt, flutscht überall durch und am Ende Schwolo kommt da nicht ran. Somit nach 31 Minuten, 2-0 Union. Das kann eine lange Nacht werden hier, ein langer Abend. Vor der Halbzeit den vermeintlichen Anschlusstreffer gehabt. Torlinientechnik hat gesagt, war Tor, aber der VAR musste noch mal einschalten und hat dieses Tor wieder weggenommen. Entweder Abseits oder Foul gegen den Torwart, konnte man jetzt nicht genau erkennen. Halbzeit, Fazit, die klaren Chancen hat auf jeden Fall Union. Die waren eiskalt, haben die Dinger direkt ausgenutzt. Von Hertha kam relativ wenig an sich. Der Anschlusstreffer wäre natürlich für die wichtig gewesen, aber so laufen Herthaner jetzt erstmal noch dem Ausgleichstreffer, dem Anschlusstreffer hinterher. So, zweite Halbzeit ist da. Bei Hertha gab es eine Wechselung. Toussaint geht runter, dafür kommt Belfodil. Ansonsten bei Union scheint jeder gleich geblieben zu sein. Die 60. Minute, steht immer noch 2-0. Der Prinz kommt rein für Mittelstädt. Die Einwechslung von Belfodil muss einen auf jeden Fall nochmal Dardai Abi erklären, weil er die ganze Zeit als Rechtsmittelfeldspieler fungiert. Macht keinen Sinn, Digga. Er ist so bullig, Digga. Packt ihn in die Mitte da, Digga, für die Kopfbälle. Und nur macht es gut, Mann.
muss man Urs Fischer mal Props geben, Digga, wie diese Mannschaft sich hier anstellt in der Bundesliga seit dem Aufstieg. Ist wirklich schon saftig. Ja. Gut 30 Minuten zu gehen. Mal schauen, was hier noch geht. Schlussphase bricht an der alten Försterei. 10 Minuten zu gehen. Union in der zweiten Halbzeit noch mit einer klaren Torchance. Ansonsten von Hertha kam auch gar nichts fast in der zweiten Hälfte. Eine Torchance noch, die ansatzweise gefährlich war, vielleicht von Belfodil. Ansonsten gab es noch zwei, drei Dinger, wo Union gefährlich wurde. Ja, Mann. Ich denke, hier geht nicht mehr viel. Fazit: 2-0-Sieg für Union. Im Großen und Ganzen muss man fair sagen, die Unioner haben das heute besser gemacht. Die hatten bestimmt 6-7 klare Chancen nochmal. Am Ende noch der Lattentreffer. Da kann Hertha fast schon glücklich sein, dass sie nur mit 2 Toren verloren haben fast heute. Ansonsten war es mal ein geiles Erlebnis, alte Försterei zu erleben. So schnell sieht man mich auf jeden Fall in Köpenick nicht nochmal. Das ist nicht meine Gegend. Aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht.